Nach der bitteren Pleite in der Hinrunde steht jetzt die Revanche an für Borussia Düsseldorf gegen den TTC Zugbrücke Grenzau. Und auch er ist wieder mit dabei, Mr. Bundesliga Anton Schellberg muss ran gegen Patrick Baum, der im Hinspiel gegen Achanta sein Einzel nicht gewinnen konnte. Die Favoritenrolle ist klar verteilt und Anton Schellberg kommt dieser auch nach, führt schnell mit 2 Sätzen. Und auch in Satz 3 hat Patrick Baum keine Chancen, ein schnelles 1:0 für Düsseldorf. Yixin Feng ist wieder im Kader von Grenzau, hat letzte Woche auch schon 2 Einzelsiege gegen Grün-Wettersbach geholt. Stumper mit Problemen am Schulterblatt verliert den ersten Satz. Auch Satz 2 geht an einen wirklich stark spielenden Yixin Feng. Und für Satz 3 muss Kai Stumper leider einmal zurückziehen. Es geht nicht mehr, Schmerzen sind zu groß und dementsprechend Yixin Feng mit 3:0. Marcel Kubik im Hinspiel noch Kai Stumper geschlagen, jetzt muss er gegen Timo Boll ran. Boll zeigt hier allerdings keinerlei Interesse daran, Grenzau nochmal gewinnen zu lassen. Auch wenn man gerade an der Tabellenspitze ist, soll sich das besser auch nicht ändern. Deutliche Sätze für Boll. Jetzt muss es sich also zeigen, nachdem Yixin Feng zweimal in Grün-Wettersbach erfolgreich war, kann er auch hier in Düsseldorf 2 Siege holen oder ist Anton Schellberg dann doch zu gut? Satzführung für Feng und da Kai Stumper ja verletzungsbedingt nicht mehr im Doppel antreten kann, ist es Danny Heister, der auf dem Spielberichtsbogen steht. Potenziell müsste er ran. Und jetzt bitte Heister mal im Hintergrund beobachten. Bei 2:0 Satzrückstand bleibt er ganz entspannt sitzen, macht sich gar keine Sorgen, dass Anton Schellberg das Ding noch gewinnen wird und er nicht aufstehen braucht. Und dieses Wahnsinnsmatch endet dann im 5. Satz. Danny Heister nicht mehr auf dem Stuhl, hat sich dann doch noch ein paar Schritte warm gemacht und muss jetzt tatsächlich nochmal ran mit Timo Boll im Doppel. Walker eingewechselt fürs Doppel bei Grenzau. Auf der anderen Seite kann man deutlich sehen, Danny Heister versucht möglichst wenig Fehler zu machen. Timo Boll versucht die Punkte zu holen. Das klappt auch ganz okay.
Und die über 90 Jahre Tischtenniserfahrung, die da bei Düsseldorf an der Platte stehen, reichen am Ende trotzdem nicht. Grenzau schlägt zum zweiten Mal den Rekordmeister aus Düsseldorf. Düsseldorf nach wie vor an der Spitze der Tabelle, aber Grenzau macht einen großen Schritt raus aus dem Keller.